Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan B. und ich möchte mit Ihnen heute durchgehen, welche Kosten ein Lehrer typischerweise in seiner Steuererklärung geltend machen kann, wie die Voraussetzungen für die einzelnen Punkte sind und was es allgemein noch dazu zu sagen gibt. Sollte Sie das interessieren, freue ich mich doch, wenn Sie dranbleiben. Wir teilen das Ganze in zwei Teile auf. Einmal den Bereich der Werbungskosten, einmal die Sonderausgaben. Im Bereich der Werbungskosten werden wir explizit auf die Entfernungspauschale angehen, welcher Arbeitsort hier ist, welche Schule sie ist, was Sie machen, wenn Sie an mehreren aktiv sein sollten. Dann Ihre Kosten für den Verband oder für die Gewerkschaft oder auch Veranstaltungen der Gewerkschaft oder des Verbandes, wie es mit denen sich verhält. Arbeitsmittel, Arbeitsbücher, Arbeitsmaterial generell. Was gibt es da? Was wird an der Regel anerkannt? Wo müssen Sie aufpassen? Wo sollten Sie besondere Nachweise führen? Dann natürlich das Arbeitszimmer, wobei da nicht viel zu sagen gibt, da das alles ja eigentlich mittlerweile sehr definiert ist. Fortbildungen, welche Kosten können hier entstehen, welche Fortbildungen können Sie ansetzen, welche Fortbildungen könnten problematisch werden, Studienreisen, nochmal explizit, was geht, was nicht geht, worauf man hier achten soll und welche besonderen Nachweise natürlich hier zu führen sind. Dann im Bereich der Sonderausgaben, wenn Sie Spenden machen, also wenn Sie in schulischen Veranstaltungen, Kirchgängen irgendwie etwas spenden, Geld, Sachleistungen, wie es mit diesen aussieht. Und natürlich die gesetzliche Krankenversicherung bzw. die private, welche Spielräume man hat, wenn man privat versichert ist, was Sie als Beamter in der Regel sind und auch je nach Gehalt als angestellter Lehrer haben können. Beginnen wir mit der Entfernungspauschale. Ihr regelmäßiger Arbeitsstätte, also Ihr Arbeitsort, ist die Schule, in der Sie eingesetzt werden. Sollten Sie versetzt werden, sind immer die Zeiträume, an denen Sie versetzt werden, zu beachten. Zum Thema Abordnung mache ich aber auch nochmal ein separates Sondervideo. Arbeitstage werden in der Regel mit 190 im Jahr anerkannt, plus minus. Muss man mal gucken, wie die Feiertage fallen, aber damit fahren Sie in der Regel recht gut. Sollten Sie zusätzliche Arbeitstage wollen, wie Besprechungen in den Ferien oder am Wochenende, sollten Sie hierüber Aufzeichnungen und Nachweise führen, E-Mails einfach ausdrucken oder aufheben, dass man nachvollziehen kann, warum Sie nochmal am Wochenende oder an Feiertagen oder in den Ferien in die Schule gefahren sind. Wichtig ist diese Pauschale, Kilometer, einfache Strecke mal 30 Cent gibt es nur einmal am Tag. Heißt, wenn Sie morgens zur Schule fahren, zur ersten Stunde und dann erst wieder zur sechsten Stunde irgendwie unterrichten müssen, können Sie nicht hin und her fahren, beziehungsweise Sie können das tun tatsächlich, aber Sie kriegen nicht die doppelten Fahrtkosten in Ihrer Steuer anerkannt, denn das ist eine Tagespauschale leider nur. Wenn Sie jetzt von der Schule aus zu irgendwelchen Veranstaltungen fahren oder von zu Hause direkt zu irgendwelchen Veranstaltungen außer schulischer Art, also irgendwelche Schulausflüge oder vergleichbaren, dann greifen hier die Reisekosten, also tatsächliche Entfernung mit 30 Cent und bitte immer die Nachweise führen, beziehungsweise in der Regel kriegen Sie das ja sowieso noch erstattet und damit löst sich das auf. Dann haben wir als nächstes die Gewerkschaftskosten oder die Kosten für Berufsverbände. Hier fallen in der Regel Kosten für den Beitrag an, der beträgt so im Schnitt 1% vom Jahresbrutto plus minus. Den können Sie natürlich als Werbungskosten ansetzen. Und wenn Sie für die Gewerkschaft ehrenamtliche Tätigkeiten übernehmen, können Sie diese Kosten auch als Werbungskosten ansetzen. Sollten Sie an irgendwelchen allgemeinen Veranstaltungen der Gewerkschaft teilnehmen, können Sie diese ansetzen, sofern diese mit einem Fortbildungscharakter sind. Heißt, es muss eine Fortbildung, die mit Ihrer Tätigkeit im Zusammenhang steht, bestehen und dann können Sie die Kosten ansetzen. Sollten das hingegen allgemeine Veranstaltungen sein, politischer Natur, dann sind das quasi Kosten der privaten Lebensführung. Dann die Arbeitsmittel, die in der Regel so anfallen. Das sind natürlich alles Mögliche an Bürobedarf, Stifte, Papier, Notizblöcke, das sollte alles ohne Probleme funktionieren. Einfach immer die Belege aufsammeln. Fachbücher sollten je nach Fach auch gar kein Problem sein. Hier könnte es nur problematisch sein, wenn Sie als Grundschullehrer aktiv sind und irgendwie Kinderbücher sich organisieren und kaufen als Arbeitsmittel, aber Sie Kinder im selben Alter haben. Dann sollten Sie darauf achten, Aufzeichnungen zu führen, wann Sie diese tatsächlich im Unterricht eingesetzt haben. Oder auch, wenn Sie Bücher kaufen als Fachmittel, die überhaupt nichts mit Ihrem Unterrichtsfach zu tun haben, das sollte dann eher problematisch werden. Und natürlich sowas wie ein Laptop, ein PC, hier wird in der Regel 50% als beruflicher Anteil anerkannt. Denken Sie dran, netto 410 Euro können Sie sofort als Ausgaben nehmen. Alles, was über netto 410 Euro übersteigt, wird dann abgeschrieben. Ein EDV-Gerät, PC, Laptop und Vergleichbares werden in der Regel auf 3 Jahre dann abgeschrieben.
Dann das Thema des Arbeitszimmers. Das ist beim Lehrer eigentlich gar nicht mehr so wild. Sie haben Anspruch auf ein Arbeitszimmer, sofern sie keinen anderen Arbeitsplatz haben, an dem sie bürotypische Arbeiten machen können. Der Sitz im Lehrerzimmer, der wird in der Regel nicht als Arbeitsplatz gewertet. Hingegen ein Direktor, der sein eigenes Büro hat, oder auch ein Konrektor oder ein Klassenlehrer, der ein Klassenzimmer außerhalb der Schulzeiten als Arbeitszimmer nutzen kann oder als Schreibzimmer oder wie auch immer, der hat keinen Anspruch. Wenn Sie hingegen nur in einem Lehrerzimmer sitzen, da Ihren Platz haben, das ist kein Arbeitsplatz und somit können Sie ein eigenes Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Die Anforderungen an ein Arbeitszimmer räumlich sind, es muss ein eigenständiger Raum sein. Und da Ihr qualitativer Arbeitsplatz ja eigentlich das Unterrichten ist, können Sie maximal 1250 Euro im Jahr ansetzen der anteiligen Kosten. Neu ist, dass dieser Höchstbetrag ein personenbezogener Betrag und kein Arbeitszimmerbetrag ist. Heißt, wenn Sie und Ihr Ehegatten beide ein Arbeitszimmer sich teilen, dann kann jeder die Kosten 1250 Euro geltend machen, sollten tatsächlich so viele auf Sie anfallen. Und natürlich die Kosten werden anteilig gerechnet, alle Kosten für das Arbeitszimmer. Und dann nehmen wir die Quadratmeter vom Zimmer, sagen wir mal, das wären jetzt 10 und die Quadratmeter von der gesamten Wohnung sind 100 Quadratmeter. Und somit hätten wir einen Kostenanteil von 10%, maximal 1250 Euro. Bei den Fortbildungen möchte ich Ihnen erstmal zwei Sachen vorstellen. Erstmal die klassischen Fortbildungen und dann gleich noch, wenn Sie sich als Lehrergemeinschaft irgendwo separat treffen, um irgendwelche Sachen zu besprechen oder um gegenseitig Erfahrungen auszutauschen. Bei den allgemeinen Fortbildungen haben Sie die Verpflegungsmehraufwendungen. Sollten Ihre Fortbildung mehrere Tage dauern, haben Sie für den Anreisetag und nochmal für den Abreisetag eine Pauschale von 12 Euro, die Sie ansetzen können. Und für ganztagige Veranstaltungen die 24 Euro. Heißt, Sie reisen montags an, 12 Euro, haben Dienstag Vollzeit, 24 Euro. Und am Mittwoch reisen Sie wieder ab, nochmal 12 Euro. Sollten es eintägige Veranstaltungen sein, heißt morgens hin, abends zurück, können Sie auch hier 12 Euro ansetzen, sofern Sie eine Abwesenheit von mindestens 8 Stunden haben. Genauso wie wenn Sie irgendwelche Schulausflüge haben und Klassenfahrten und Vergleichbares, da greift dasselbe. Sollten Sie Kursgebühren haben, Veranstaltungsgebühren, Teilnehmergebühren, wie auch immer wir das nennen, können Sie natürlich diese ansetzen. Übernachtungskosten, Hotelkosten und Vergleichbares können Sie ansetzen. Passen Sie aber auf, Sachen wie das Essen, was Sie da zahlen über Ihre Hotelrechnung, die wird rausgekürzt. Und natürlich Fahrtkosten jeglicher Art, heißt mit dem Auto gefahren, kriegen Sie die 30 Cent Pauschale pro gefahrenen, nicht pro Entfernungsstrecke Kilometer. Und natürlich bei ÖPNV kriegen Sie dann die Kosten angesetzt vom ÖPNV. Ganz wichtig hier ist aber natürlich, wenn Sie irgendwelche Kosten durch Ihren Arbeitgeber, sprich meistens das Land, in dem Sie arbeiten, erstattet bekommen, müssen Sie diese gegenrechnen. Und nur was überschreitend ist, das wird angesetzt. Dann nennen wir sie jetzt einfach mal private Fortbildungen, heißt mehrere Lehrer treffen sich, um sich über ein gewisses Thema auszutauschen, sich gegenseitig fortzubilden, so eine Art Lerngruppen. Hier würde ich dann auch die Anwendung von Lerngruppen eher bevorzugen. Ist generell ein sehr heikles Thema und da sollten Sie wirklich detaillierte Aufzeichnungen führen und die immer zeitnah. Heißt, von bis haben sie sich getroffen, wo haben sie sich getroffen, wer war alles anwesend bei diesen Veranstaltungen, bei diesen Treffen, was waren die konkreten Themen ihres Treffens und dann wirklich bitte sehr detailliert alles mitschreiben, am besten vielleicht auch eine Art Gesprächsprotokoll oder Gedächtnisprotokoll anfertigen. Einfach nur das allgemeine Thema als Überschrift wird schon sehr schwer. Aber hier sollten Sie darauf vorbereitet sein, dass das Finanzamt das natürlich abgleicht. Heißt, vier Personen wollen sich getroffen haben. Jeder gibt an, er war woanders mit den anderen. Also Person A war bei Person B. Person B gibt an, wir haben uns bei Person C getroffen. Person D gibt an, wir haben uns bei Person A getroffen. Dann haben Sie schon ein deutliches Problem. Also es sollte wirklich bei allen dann dasselbe sein, was diese Sachen angeht. Weil wir wollen dem Finanzamt ja nur das Tatsächliche auch absetzen oder ansetzen lassen und nichts, was darüber hinausgeht. Wie gesagt, heikles Thema, wird recht problematisch, solche Treffen und da sind auch wirklich, gucken Sie, dass Sie sehr detaillierte Aufzeichnungen machen, dann sollte das besser klappen wie ohne. Dann haben wir noch das Thema von Studienreisen, Sprachreisen und wenn Sie vor der Klassenfahrt an den Ort der Klassenfahrt fahren. Das ist auch alles eine, ich sag mal so, eine recht heikle Angelegenheit, wo es dann auch ein paar diversifizierte Rechtsauffassungen gibt in der Finanzverwaltung und Sie,
wenn sie die Steuererklärung bei 5 Finanzämtern einreichen, eventuell 4 verschiedene Meinungen zurückbekommen. Ganz, ganz wichtig ist aber, dass diese Reisen ausschließlich oder fast ausschließlich beruflich veranlasst sind. Heißt, die sind jetzt Englischlehrer und fahren jedes Jahr nach England, um sich mit der Kultur zu beschäftigen, mit der Sprache dort vor Ort zu beschäftigen. Wird schon kritisch. Ihre Familie fährt mit, vergessen Sie es. Also wirklich gucken Sie, dass da irgendwie ein direkter beruflicher Hintergrund und Bezug immer da ist bei solchen Veranstaltungen. Und die private Mitveranlassung eigentlich nicht gegeben ist. Wenn sie beispielsweise wirklich jedes Jahr dann sowas machen, dann guckt man irgendwann mal, macht die Person auch irgendwie Urlaub oder soll das quasi der Urlaub sein und man versucht es bei der Steuer unterzumogeln? Eher nicht. Dann, dass sie vorher irgendwie abklären, in Schriftverkehr mit ihrem Vorgesetzten, dass die Person möglicherweise sagt, es wäre sinnvoll, wenn sie da vorher mal hinfahren und nachschauen, wie das Ganze so ist, es eine Art Reisezweck gibt, aber dann werden sie auch wahrscheinlich die Kosten schon erstattet kriegen und wir sind hier quasi plus minus null wieder. Bei allgemeinen Sprachreisen ist es auch noch wichtig, dass Sie gucken, dass Sie eventuell Sprachkurse vor Ort noch besuchen, hier ein festes Programm haben und das nicht einen Urlaubscharakter hat. Bei Orten der Klassenfahrt, wie gesagt, ist auch wichtig, dass das nicht wirkt, als wäre das Ihr privater Urlaub, dass man im Vorfeld vielleicht schon weiß, dass es dahin geht und Sie den Ort vorher mal anschauen wollen, welche Besonderheiten es da gibt, dass es auch vom zeitlichen Rahmen her alles passt und wie gesagt, dass das einfach nicht der private Urlaub ist, den Sie da versuchen, bei der Steuer unterzumogeln. Am besten ist immer, wenn Ihr Vorgesetzter Ihnen vorher beauftragt und bescheinigt, dass Sie dahin fahren sollen oder dass es sinnvoll wäre. Und ich wiederhole mich jetzt hier zum x-ten Mal, es soll nicht Ihr verdammter privater Urlaub sein, den Sie hier versuchen mit unterzumogeln. Dann gehen wir mal in den Bereich der Sonderausgaben. Im Lehreralltag kann es dann häufiger mal vorkommen, dass irgendwelche Organisationen sich in der Schule vorstellen und Gelder gesammelt werden und sich ja Spendengelder zahlen. Oder dass sie in der Schule bei irgendwelchen kirchlichen Gottesdiensten, also Schulgottesdienste gibt es ja auch in manchen Schulen, in manchen Bundesländern, dass sie hier was in den Klingelbeutel schmeißen oder vergleichbar irgendwie was abgeben. Wichtig ist natürlich, wenn Sie eine Spende steuerlich absetzen wollen, muss es generell eine Spende sein. Heißt, die Organisation muss kirchlich oder kirchlich, gemeinnützig oder mildtätig sein. Sie muss generell zum Spendenabzug berechtigt sein. Und Sie brauchen eine Bescheinigung. Heißt, ohne Bescheinigung können Sie es vergessen. Dann wird das Ganze auch nicht mehr akzeptiert. Dann haben wir im Bereich der Sonderausgaben auch noch die private Kranken- und Pflegeversicherung. Hier gibt es einen kleinen Gestaltungsspielraum. Und zwar wirken sich ja bei Ihrer Krankenversicherung alles aus bis zum Höchstbetrag von 1.900 Euro, beziehungsweise bis zur Höhe Ihrer Kranken- und Pflegeversicherung, wenn diese die 1.900 Euro übersteigen, die Basisanteile. Und das haben wir in der Regel bei jedem Fall, also im Normalfall. Sollten Ihre Beiträge die 1.900 Euro übersteigen, verpuffen quasi alle Ihre anderen Versicherungen, die Sie abgeschlossen haben. Jetzt ist der Trick in Anführungszeichen oder der Gestaltungsspielraum, dass die Kosten oder die Krankenversicherungsbeiträge für 2 Jahre in einem Jahr bezahlen. Heißt, in 2015 bezahle ich die Beiträge von 15 und für 16. Heißt, in 15 kann ich den doppelten Beiträge bei meiner Steuer geltend machen. In 16 habe ich keine Beiträge, aber mit meinen sonstigen Versicherungen komme ich bis zum Höchstbetrag von 1.100 Euro in der Regel. Das heißt, selber Cashflow, nur zu anderen Zeitpunkten, aber deutlich Steuerersparnis. So, und zum Schluss noch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie dieses Video bis hierher geguckt haben, hinterlassen Sie doch ein Feedback über einen Daumen hoch oder über einen Daumen nach unten. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Video in Ihrem Bekanntenkreis rumschicken, wenn Sie auch andere Leute kennen, für die das relevant sein könnte. Teilen Sie es doch auch auf Facebook, Twitter oder vergleichbaren Social Media Plattformen. Sagen Sie doch in Ihrem Kollegium rum, dass es hier einen tollen YouTube-Kanal gibt, der sich mit dem Steuerrecht ein bisschen auseinandersetzt, wo man noch was lernen kann. Auch als Lehrer können Sie was lernen. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, Sie zu unterrichten. Sie unterrichten ja sonst die Menschen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan B.